Der Olpaskas 73% Jamaica Dark Rum, Mann. Lass mal sehen, was der kann. Hey, my friend. Wie jeder jamaikanische Rum wird auch dieser hier, der mir übrigens von der Firma Borco Markenimport zur Verfügung gestellt wurde, im Copper-Pot-Still-Verfahren gewonnen. Also in einer Brennblase aus Kupfer. Das bringt nämlich den Geschmack rein, weil hier einige Ester noch drin bleiben. Zudem ist Alkohol ein Geschmacksträger. Die 73% hier bringen ordentlich PS auf die Zunge. Und dann hast du diesen Jamaika-typischen Wumms-Geschmack, der zum Beispiel in einem Hurricane, den ich auch noch mixen werde, oder einem Zombie den richtigen Geschmack bringt. So, apropos Geschmack, wollen wir mal gucken, was der hier so kann. 73% überhaupt nicht zum Purtrinken geeignet eigentlich. Also da tut ihr immer nur so ein bisschen drauf zum Verfeinern des Cocktails, ne? Aber man riecht schon. Wahnsinnig, wahnsinnig intensive Noten von Früchten, also das typische, ja, Karamell, reife Banane, Gewürzaroma. Ganz wenig. Also wie gesagt, das tötet so ziemlich alle Geschmacksknospen mit dem Alkoholgehalt. Ja. Kommt eine richtig geile Süße bei rum. Boah. Junge, Junge. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Jam, aber. Der kommt aber richtig, richtig kraftvoll rüber. Wow, hat auch einen echt kräftigen Nachgeschmack. Natürlich den Alkohol, den merkst du halt, ne? 73% steckst du echt mal nicht so locker weg. Hier sind auch diese berühmten Kirchenfenster, diese Schlieren, wenn du da echt Zucker und Alkohol drin hast. Und wow. Also neben Süß hast du da auch Gewürze drin und auf jeden Fall dieses Jamaika-Feeling eben, ne? Also, wie gesagt, fruchtige Süße, Eiche ist da drin, paar Gewürze. Und auch so ein Anklang natürlich von Eichenholz. Ich meine, der ist auch gelagert, sonst wäre nicht so dunkel. Klar. Bisschen Zuckercouleur dürfte da mit drin sein, damit es immer gleich aussieht, aber geschenkt. Also wie gesagt, der nochmal so als i-Tüpfelchen auf dem Drink. Wollen wir mal sehen, womit wir den als nächstes vermixen. Wenn ihr auch gerne noch irgendeinen Rum getestet haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, lasst ein Like da und gerne auch ein Abo. Und guckt euch gerne meine Videos zu Drinks an. Bis zum nächsten Rum.